Jetzt von Sigi Dietrich, bitteschön. Ein schönes Bild, den Saal hier so voll zu sehen. Und vielen Dank für die Worte. Vielen Dank, dass so viele Menschen gekommen sind. Das ist einfach toll. Lieber Oberbürgermeister Fittmann, lieber Ministerpräsident Volker Bouffier, auch wenn mit Ihren Reden die erste Halbzeit unserer Jubiläumsfeier schon erfolgreich gespielt wurde, möchte ich mich den Gruß- und Dankesworten unseres Vorsitzenden Jürgen Buckel anschließen und auch von meiner Seite zu Beginn der zweiten Halbzeit unseres Jubiläumsfestes noch ein ganz herzliches Hallo in die Runde schicken und mich für die sehr persönlichen und freundlichen Worte unseres Gastgebers und natürlich auch von dir, lieber Volker, ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist tief eingerutscht und es zeigt, wie stark und wie tief Sie, du lieber Peter und über die 20 Jahre auch du lieber Volker, ganz, ganz engagiert für unsere Aktivitäten zur Verfügung standen. Ja, wenn ich in das Weine Rund schaue, sehe ich neben unserem aktuellen Vorstand viele langjährige Wegbegleiter, mit denen wir FFC-Geschichte geschrieben haben. Schön, dass ihr alle hier seid. Danke auch, lieber Peter Beuth, lieber Uwe Becker und lieber Markus Frank. Petra Roth, freut mich natürlich außerordentlich, dass du auch hier bist. Du hast uns begleitet auf vielen Erfolgen und bin froh, dass du das wahrgemacht hast. Heute Abend wird es wieder. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an dich. Monika Stab, Doris Dietmeier, Bodo Adler, an die Spielerinnen, Trainer und Betreuer aus zwei Jahrzehnten und stellvertretend für unsere sehr engagierten Sponsoren und Partner, an den Geschäftsführer von Lotto Hessen, Dr. Heinz-Georg Sundermann, den Bereichsvorstand der Commerzbank, Richard Lips, sowie an den Intendanten des Hessischen Rundfunks, Manfred Krupp, stellvertretend für unsere Medien. Das klingt ja richtig gut mit dem Eröffnungsspiel. Würde mich sehr freuen. Wir da auch wieder eine Präsenz haben und unser Trainer Nico Arnautis weiß Bescheid, um was es dann letztendlich geht. Euch allen ein herzliches Dankeschön für die großartige Zusammenarbeit und jahrelange Unterstützung. Ja, die Stadt Frankfurt und das Land Hessen sind zwei starke und zuverlässige Partner des Sports und das haben wir nicht nur rund um unsere Erfolge, sondern besonders dann erlebt, wenn es mal sportlich nicht so gut lief oder wenn es in unserer Stadionfrage um die Modernisierung unsere Strukturen geben. Genauso großartig wie die Zusammenarbeit in zwei Jahrzehnten ist das Geschenk, dass wir das 20-jährige Bestehen unseres ersten FFC Frankfurt dort feiern können, dort feiern dürfen, wo wir schon so häufig zu Gast waren. Ich denke, es könnte keinen passenderen Ort für unsere Jubiläumsfeier geben, als den Kaisersaal des Römers, wo wir uns zuletzt vor drei Jahren, nach dem Gewinn unseres vierten Champions League-Titels in Berlin, einmal mehr ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt eintragen durften, und auf dem Balkon unseren Fans, von unseren Fans gefeiert werden. Für damals und heute ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Peter. Ein ganz spezieller Dank gilt unserem Ministerpräsidenten. Lieber Volker, ich möchte es einfach nochmal sagen, dein Engagement und deine ganz persönliche Unterstützung für den ersten FFC Frankfurt tun uns gut und haben uns immer wieder, auch schon in den Zeiten, als du Sportminister warst, sehr geholfen. Das möchte ich einfach mal herausstellen. Vielen Dank. Zu unseren früheren Besuchen in diesem historischen Saal gibt es heute keinen Titelgewinn, sondern unseren runden Geburtstag zu feiern. Und ich wiederhole es einfach nochmal. Gestern vor 20 Jahren, am 27. August 1998, wurde der erste FFC Frankfurt gegründet und was daraus wurde, kennen wir alle. Wir waren gerade in den ersten 10 Jahren mit vielen Visionen Vorreiter einer ganzen Frauenfußball-Epoche, haben dazu beitragen können, unseren Sport zu professionalisieren und konnten mit 20 Titeln in 20 Jahren deutsche und europäische Frauenfußballgeschichte schreiben. Was aber verbinde ich ganz persönlich mit 20 Jahren mit dem FFC Frankfurt? Es waren zwei Jahrzehnte mit Emotionen, großartigen Erfolgen, unvergesslichen Highlights, aber auch mit bitteren Niederlagen. Es waren aber auch zwei Jahrzehnte mit wunderbaren Begegnungen, aus denen vertrauensvolle Partnerschaften und nicht zuletzt auch viele persönliche Freundschaften innerhalb
schon außerhalb des FFCs entstanden sind. Wenn ich allerdings von sämtlichen Erinnerungen berichten wollte, dann können wir sicherlich auch gleich gemeinsam mit den Vorbereitern des 21. Geburtstags hier beginnen. Deswegen möchte ich Sie nun zumindest auf einen kleinen Streifzug durch die FFC-Geschichte aus meiner Sicht einladen, der natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Als Ergänzung und bleibende Erinnerung darf ich Ihnen auch unser Jubiläumsmagazin 20 Jahre FFC Frankfurt ans Herz legen, indem wir an viele Meilensteine unserer Erfolgsgeschichte erinnern. Diese beginnt zwar offiziell mit dem Gründungsdatum, allerdings hat auch unsere Vereinsgeschichte, in der Literatur üblich, einen Prolog, eine Vorgeschichte also, die unabdingbar ist, um das Hauptwerk besser verstehen zu können. Und das ist in unserem Fall die Geschichte der SG Braunheim und der Geschichte von Monika Stahl. Liebe Moni, es ist schön, es ist wirklich sehr schön, dass du heute hier bist. Das freut mich ganz besonders. Und es ist sicherlich nicht übertrieben zu behaupten, das ist ja heute von anderen auch schon gesagt worden, ohne dich würden wir heute Abend wohl nicht hier im Römer feiern. Mit deinen Erfolgen als Spieler und Trainer der SG Braunheim hast du im positiven Sinne dafür gesorgt, dass wir Ende der 90er Jahre an unsere strukturellen Grenzen gestoßen sind. Und das war ja dann letztlich der Anlass für die Gründung des ersten FC Frankfurt. Drehen wir die Uhr noch ein paar weitere Jahre zurück. Ich habe in Vorbereitung auf diese Rede noch einmal daran gedacht, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Wir haben bei der TSG Nordwest Tennis gespielt, öfter auch mal gegeneinander. War das Zufall? War das Schicksal? Jedenfalls haben wir uns als ehrgeizige Zeitgenossen durch die damalige Frauenfußballabteilungsleiterin der SG Braunheim, Gabi Löhr, die heute hier ist, kennengelernt. Du, so kann ich mich erinnern, hast auch auf der roten Asche und nicht nur auf dem grünen Rasen um jeden einzelnen Ball gekämpft. Ich zumindest in meinen Sportarten wohl auch. Der Rest der Geschichte ist in einigen von Ihnen vielleicht schon bekannt. Ich war damals als Veranstalter im Eiskunstlauf tätig und hatte in Frankfurt eine Gala am Eis mit Katharina Witt organisiert. Zu dieser Gala habe ich dann das komplette Bundesliga-Team der SG Braunheim und ihre ehrgeizige Trainerin eingeladen. Kurze Zeit später kam es dann zur Gegeneinladung. Ich besuchte mein erstes Frauenfußballspiel. Nicht ganz ahnungslos zugegeben, aber die persönlichen Berührungen mit dem Frauenfußball waren bis dahin eher überschaubar. Eigentlich fast gar keine. Das sollte sich nun ändern. 2500 Zuschauer kamen zum Heimspiel der SG Braunheim gegen den FC Bayern München. Was für eine Stimmung, ohne jeglichen Sitzplatz im Stadion. Aber auch was für ein unfassbares Verkehrschaos im beschaulichen Frankfurter Stadtteil Braunheim. Beeindruckt war ich von beiden und zunächst grundmotiviert, mich im Frauenfußball zu engagieren. Dies führte, ohne ihr es bestätigen können, zu einer spontanen Idee. Ich wollte einen Werbepartner für die SG Braunheim und anschließend das Weitersuchen. Das Ende ist bekannt. Das mit dem Werbepartner ist mir gelungen, das andere bis heute nicht. Recht schnell verständigten wir uns dann auf eine Zusammenarbeit in den Bereichen Marketing, Presse und Events und konnten in den ersten gemeinsamen Spielzeiten einige Optimierungen anschieben. Es war dann aber relativ bald erkennbar, dass wir mit Blick auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit an strukturelle Grenzen stoßen würden. Und uns wurde klar, wenn wir in Zukunft in der Bundesliga vertreten sein wollen, brauchen wir einen neuen, vermarktungsfähigen Namen, vor allem aber eine neue bundesliga-taugliche Spielstätte und entsprechende Spielerinnen. Eine Herausforderung, die dann gestern vor 20 Jahren mit Gründung des ersten FFC Frankfurt gemeistert wurde. Neben Monika Stab waren Doris Dietmeier, ich würde es auch gerne nochmal aufzählen, Annelie Hauptvogel, Vera Heck, Pia Hess sowie Gabriela und Roman Schmidt, alle sind heute hier unter uns, die Geburtshelfer des ersten FFC Frankfurt. Damit waren auch gleich die ersten 7 Mitgliedsnummern an das Gründungsteam vergeben und mir blieb als Berater der Neuorientierung immerhin meine Lieblingszahl und wohl einmal mehr auch meine Glückszahl, nämlich die Mitgliedsnummer 8 der neu gegründeten ersten FFC Frankfurt. Kommen wir zurück zur sportlichen Entwicklung. Diese kannte unmittelbar nach der FFC-Gründung nur eine Richtung, steil nach oben. Erst zur Rückrunde der Saison 1998-99 konnten wir offiziell unter dem Namen 1. FFC Frankfurt antreten, genau zu der Zeit, wo Volker Bouffier Sportminister wurde. Und schon wenige Monate später hatten wir den damals größtmöglichen Erfolg realisiert. Wir gewannen den Hallenpokal, wir wurden in Berlin DFB-Pokalsieger, damals eine Mixveranstaltung noch mit den Männern und wurden deutscher Meister. Was für ein tolles Gefühl, welche Aufmerksamkeit.
und die Belohnung schon zum ersten Mal den Briefkopf ändern zu müssen, besser gesagt zu dürfen. Eine Tätigkeit, die zu einer Routinearbeit werden sollte und zugleich machten die ersten Erfolge auf Hunger auf Meer. In diesem Zusammenhang kam dann die Einführung eines europäischen Cup-Wettbewerbs, wie gerufen für uns. In der Saison 2001-2 wurde erstmals der UEFA-Bundescup ausgetragen. Der Beginn einer neuen Ära im Vereinsfrauenfußball und gleichzeitig der Beginn einer neuen Epoche in unserer FFC-Geschichte. Gleich bei der Premiere sicherten wir uns den begehrten Pokal. Es war das erste von zwei Tripeljahren. Das Finale im Frankfurter Waldstadion gegen den schwedischen Meister damals war das letzte Spiel überhaupt in dieser altehrwürdigen Arena. Und Birgit Prinz und Steffi Jones, die heute leider nicht hier sein kann, weil sie im Urlaub ist, schossen die siegbringenden Tore. Ein erster Meilenstein auf dem Europapark gesetzt. Eine kleine Anekdote am Rande. Selbst die Atmosphäre bei den Vorbereitungen für die Europapremiere war so gigantisch für uns alle, speziell für mich, dass ich am Vorabend des Endspiels, nachdem um 23 Uhr fast alles fertig aufgebaut war, dass ich mit unserer Schatzmeisterin Shorty Hauptvogel fast eine Stunde auf der obersten Sitzplatzreihe der Tribüne im großen Rund des Stadions über unseren bisherigen Werdegang des FFC sinnierte. Das Ergebnis der Geschichte, als wir das Stadion dann um Mitternacht glückselig verlassen wollten, waren sämtliche Tore verschlossen und wir von innen festgesetzt. Erst der angerufene Sicherheitsdienst ließ uns dann 40 Minuten später in den gerade gefallenen Spielplan. Eine Geschichte, die bisher noch nicht jeder gehört hat, die auch immer wieder in einem auflegt, wenn man an die Entwicklungen in unserem Zeitalter, in unserem FFC-Zeitalter denkt. Ein anderer Aspekt, den der Erfolg des ersten FC Frankfurt nicht nur in den ersten 3 Jahren oder in den ersten Jahren mit sich brachte, wie der Ministerpräsident eben auch schon sagte, vom starken FFC-Block innerhalb der deutschen Frauennationalmannschaft profitierte auch die DFB-Auswahl, die 2001 den EM-Titel gewann und 2 Jahre später erstmals Weltmeister. Der FFC Frankfurt war über viele Jahre die Heimat ganzer Generationen bekannter und erfolgreicher Fußballerinnen, mit denen man den Frauenfußball, wie ich immer so gerne sage, weltweit identifizierte. Zunächst mit Doris Fitschen und den Schwestern Pia und Tina Wunderlich, danach mit der dreimaligen Weltfußballerin Birgit Prinz, mit Steffi Jones, mit Pia Künzer, mit Renate Lindor, in späteren Jahren, dann im ersten Jahr, welches auch sie ist hier wunderbar, Sandra Smisek, Saskia Batusiak, Conny Polas, Jennifer Maruschan, Lira Alushi oder Celia Sasic. Die meisten Fußballerinnen, die deutschlandweit bekannt waren, das Gesicht ihrer Sportart verkörperten, kamen vom 1. FC Frankfurt. Und diese Aufzählung ist längst nicht vollständig. Es war über viele Jahre auch eine perfekte Wechselwirkung. Mit den Erfolgen der Nationalmannschaft stieg der Bekanntheitsgrad der Nationalspieler. Davon profitierte wiederum die Frauen-Bundesliga, keine Frage. Anfang des letzten Jahrzehnts entstand so eine neue Wahrnehmung des Frauenfußballs, eine Entwicklung in Liga und Nationalmannschaft und das immer wieder in enger Verbindung mit unserem ersten FFC. Mit den sportlichen Erfolgen reifte schließlich auch die Erkenntnis, dass wir als einer der führenden Clubs in Deutschland und Europa in der Verantwortung standen, den Frauenfußball mit weiterzuentwickeln. Denn der Wert des sportlichen Erfolgs bemisst sich nicht zuletzt daran, wie die gesamte Sportart wahrgenommen wird. Diese Herausforderung haben wir uns dann sehr gestellt und unsere Visionen, die Plattformen der Wahrnehmung zu erweitern, trotz mancher Widerstände und fehlenden Glauben mit großer Konsequenz verfolgt. Was ich damit meine, könnte man nicht anschaulicher anhand unseres Champions League-Titels skizzieren. Unserer Champions League-Titel skizzieren. War die Austragung des Finals 2002 bereits ein Meilenstein, haben wir 4 Jahre später im Jahr 2006 sogleich die nächste Bestmarke gesetzt. Mit über 13.000 Zuschauern konnten wir im Finalrückspiel gegen den ersten FC Turbine Potsdam, diesmal am Borner Hang, die Kulisse von 2002 betreffen. Ein unvergessliches Erlebnis, das mich, wie wir es gerade auf dem Film gesehen haben, vielleicht auch deswegen Lichtgestalt. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Pokalübergabe durch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit ihrer Präsenz den Wahrnehmungsgrad des Siegers noch einmal deutlich steigert. Bis zum nächsten Champions League-Finale vergingen nur 2 Jahre. Und getreu dem Motto Stillstand ist Rückschritt, haben wir die Latte wieder einmal ein gutes Stück höher legen können. Als ich erstmals die Überlegung geäußert habe, mit der Austragung des Rückspiels in die Commerzbank Arena zu gehen,
wurde ich von einigen Seiten belächelt. Da meinten sogar manche Experten, ich sei größenwahnsinnig. Doch wir haben gemeinsam mit unseren starken Sponsoren in der Stadt Frankfurt wieder mal alle Skeptiker überzeugen können. City Sportmanagement übernahm als Ausrichter und Vermarkter von der UEFA das wirtschaftliche Risiko und nach wochenlanger intensiver Vorbereitung und gezielten PR-Maßnahmen feierten wir vor der damaligen Rekordkulisse von, wie vorhin schon genannt, 27.640 Zuschauern unseren dritten europäischen Titel. Rückblickend vielleicht das Heimspiel-Highlight unserer Vereinsgeschichte und ein Fest des Frauenfußballs mit Signalwirkung, wie es unser Ministerpräsident vorhin schon sagt, weit über Frankfurt hinaus. Die UEFA erkannte nämlich auch das Potenzial eines solchen Finalevents und beschloss eine Wettbewerbsreform, die in der Saison 2009-2010 in Kraft war. Aus dem einzigen UEFA Women's Cup entstand die UEFA Women's Champions League in Anlehnung an die Männerausgabe der Champions League und mit einem zentral vermarkteten Endspiel auf neutralem Platz. 2012 fand das Finale im Münchner Olympiastadion statt und mit 50.212 Zuschauern wurde eine heute gültige Bestmarke für diesen Wettbewerb aufgestellt. Wie sollte es auch anders sein, wenn Frauenfußballgeschichte geschrieben wurde? Der erste FFC Frankfurt gehörte auch bei diesen zu den Protagonisten, wenn wir den Pokal, auch wenn wir den Pokal an diesem Abend leider mit Lyon überlassen. Über 50.000 Zuschauer bei einem Frauenfußballspiel, das überhaupt in solche Dimensionen vorstoßen kann, lag nicht zuletzt an der Frauenweltmeisterschaft, die ein Jahr zuvor im eigenen Land stattfand. Zweifellos eine Veranstaltung, die den Frauenfußball in Deutschland auf ein neues Level hob. Ein Sommermärchen 2.0. Mit 6 Spielerinnen stellte der 1. FC Frankfurt auch 2011 die meisten Nationalspielerinnen im DFB-Kader, darunter die ehemalige Spielführerin Birgit Prinz, der ein WM-Titel-Hattrick zum Karriereende leider verwirkt werden sollte. Kommen wir wieder direkt zurück zum 1. FFC Frankfurt, der nach dem zweiten Triple-Gewinn mit Ausnahme des DFB-Pokals 2011 zunächst nicht an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen konnte. Es war eine Zeit, in der sich der Frauenfußball national wie international weiterentwickelte. Lizenzvereine wie der FC Bayern München oder VfL Wolfsburg, deren Frauenabteilungen oder Vorgängerclubs durchaus schon Jahre und Jahrzehnte zum festen Bestandteil der höchsten Spielklasse zählten, meist aber Mittelfeldplätze belegten, schickten sich an, die Dominanz der reinen Frauenfußballvereine in Frankfurt, Potsdam oder damals auch Duisburg mit größeren Investitionen aus dem Männerbereich zu brechen. Dort gab es mehr Geld, dort gab es bessere Strukturen und letztendlich die Verbindung an eine bekannte Marke. Doch auch diese Erkenntnis gehört zu unserer Vereinsgeschichte. Man sollte den 1. FC Frankfurt nicht zu früh abschalten. Mit dem DFB-Pokalsieg 2014 und dem 4. Champions League-Triumph 2015 haben wir noch einmal einen von vielen Experten nicht mehr für möglich gehaltenes Ausrufezeichen gesetzt. Gerade das Champions League-Finale in Berlin gegen Paris Saint-Germain wurde in vielen Medien als Duell der Systeme bezeichnet. Und das völlig zu Recht. Wer um Mittel weiß, die der Besitzer von Paris mit seiner katarischen Investorengruppe auch in die Frauenabteilung steckt, der muss konstatieren, dass der 1. FFC Frankfurt die deutsche Hauptstadt als Sieger verlassen hat und nach 9 Jahren wieder den Champions League-Pokal aus den Händen von Bundeskanzlerin Merkel überreicht bekam. Das war mehr als eine Überraschung, es war eine Sensation. Nach dem DFB-Pokalsieg 2014 gingen alle nationalen Titel an den VfL Wolfsburg, den FC Bayern München, international triumphierte nach 2015 nur noch Lyon. In den letzten Jahren wurde ich immer mal wieder mit dem berühmten Zauberlehrling-Zitat von den Geistern, die ich lief, konfrontiert. Schließlich habe ich in meiner Funktion als Ligasprecher schon seit vielen Jahren ein stärkeres Engagement von Lizenzvereinen gefordert. Nun sind die Lizenzvereine da und haben den 1. FC Frankfurt und seinen langjährigen Konkurrenten Potsdam in die zweite Reihe geteilt. Voller Überzeugung betone ich auch nochmal an dieser Stelle, ich begrüße diese Weiterentwicklung. Denn nur so gibt es Wettbewerb, größeres Interesse der Medien und dadurch nicht zuletzt auch Sponsoren und Partner.
Frauenableger bekannter Marken. Man denkt auf internationaler Ebene, neben Lyon und Paris auch an Manchester City, den FC Barcelona oder Juventus Turin stehen für den nächsten Entwicklungsschritt sowie für die weitere gesellschaftliche Integration, wie es vorhin auch der Ministerpräsident gesagt hat, des Frauenfußballs. Wir sollten diese Entwicklung als Chance begreifen, Strategien erarbeiten, die wir davon profitieren können. Ziel muss es sein, mit klugen Ideen und Maßnahmen danach zu suchen, wie der bisherige Vorzeige-Frauenfußballstandort Frankfurt im Herzen von Europa auch weiter eine gute Rolle im nationalen und im internationalen Wettbewerb spielen kann. Der Streifzug durch die Historie zeigt, dass es den mittlerweile 20-jährigen ersten FFC Frankfurt schon mit seiner Geburtsstunde, aber auch danach immer wieder gelungen ist, neue Wege zu beschreiten und sich ändernde Rahmenbedingungen nicht als Drohung, sondern als Chance zu sehen. Liebe Gäste, ein wichtiger Teil unserer Historie soll heute Abend aber genauso gebührend erwähnt werden. Natürlich ist die erste Mannschaft das Aushängeschild des ersten FFC Frankfurt unseres Vereins. Allerdings, allein darauf zu reduzieren, wäre zu kurz gegriffen. Ein familiäres Vereinsleben, die Förderung des Ehrenamts, die Fokussierung auf die Nachwuchsarbeit und das Wahrnehmen von sozialer Verantwortung sind Aspekte, die ebenfalls zu unserer Story gehören. Neben unserem Bundesliga-Team sind zwei weitere Frauenteams sowie drei U-Mannschaften unter dem FFC-Dach zu Hause. Ganz besonders stolz dürfen wir in diesem Zusammenhang auch auf unsere Nachwuchsabteilung sein, die deutschlandweit einen wirklich hervorragenden Ruf genießt. Als Basis dieses Erfolgs dient dabei zweifelsohne unsere Kooperation mit der Karl-von-Weinberg-Schule als Elite-Schule des Fußballs sowie mit dem Olympiastützpunkt Hessen, verbunden mit der Möglichkeit, jungen Talenten Internatsplätze anbieten zu können, diese mit Blick auf die duale Ausbildung von Spielerinnen. Optimale Rahmenbedingungen sind die Grundlage unseres strategischen Gesamtkonzepts mit einer guten Mischung aus Erfahrung und Nachwuchsarbeit auf gutem Niveau die Basis für zukünftige sportliche Erfolge zu bringen. Auch mit Blick auf die demnächst beginnende Saison zu 18-19 ist diese von unserem Cheftrainer Nico Nautis entwickelte Perspektivorientierung der rote Faden in unserer Zukunftsphilosophie als einer Frauenfußballverein. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unser junges Team eine gute Rolle in der Allianz von Bundesliga spielen wird und die Eindrücke aus der Vorbereitung sind ausgesprochen positiv. Spiele mal fünf Spiele der Bundesliga zeigen. Zum Ende meiner Rede möchte ich mich auch im Namen des gesamten Vorstands nochmals ganz herzlich bei allen Spielerinnen, den Trainer- und Betreuerteams, den Fans, den LFC-Fanclub, die auch überall mit uns hinweisen, den außerordentlich engagierten Sponsoren und Förderern, den Mitarbeitern der Verbände sowie der Stadt Frankfurt am Main, allen Vertretern von Presse, Funk und Fernsehen, den vielen ehrenamtlichen Helfern, die man wirklich nicht vergessen darf, sowie allen Eltern für die umfangreiche Unterstützung und Mitarbeit im Vereinsleben der letzten zwei Jahrzehnte bedanken. Auch wenn er heute nicht hier sein kann, ein besonderes Dankeschön gilt neben unserem Hessen-Chef Heinz-Georg Sundermann, der als aktuell größter Partner unseren Weg in die Zukunft begleitet, unserem ebenfalls langjährigen Freund und Wegbegleiter Klaus-Peter Müller, der frühere Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, ja, der nicht nur im Rahmen der Co-Sponsorship über viele Jahre außerordentlich viel für unseren Verein getan hat. Ich möchte auch nochmal einen kleinen Applaus. Die ganz persönlichen Kontakte, die da jetzt entstanden sind, und das Herzblut, was da auch mitlegt, von mir, lieber Heinz-Georg und auch von vielen anderen Partnern. Ich sehe, Peter macht es hier. Ich sehe sehr, sehr viele Partner, die uns da ganz aufwendig unterstützen. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin sehr dankbar dafür, weil ansonsten würden die Ideen, die im Kopf sprudeln oder die auch in einem sich entwickeln, könnte man sie überhaupt nicht wissen. Ja, mögen die Erinnerungen, die Erlebnisse, die vielen Erfolge, überwundene Niederlagen und vor allem der Teamgeist des ersten FFC Frankfurt dazu beitragen, dass wir mit großer Motivation und Freude in eine gemeinsame Zukunft gehen. Ihnen allen noch einen schönen Abend im Kreise der großen FFC-Familie und herzlichen Dank, dass wir heute hier zusammen feiern. Dankeschön.